muss willkommen sein. Zum nächsten Video. Kannst du for real hingehen und den anrufen und du sagst ihm, ich gebe dir 50 Euro, wenn du hierher fährst. Oder sag 100, nein. Sag 100, du bist reich. Ich kenne meine Adresse nicht. Hä, du kennst deine Adresse nicht? Du müsstest jetzt dein Amazon aufmachen für deine Adresse. Mann, Digga, ich bin nicht in meinem Mainhaus. Sorry, Digga. Tesla, zweite Haus. Sorry, Digga. Ich bin auch nicht in meinem Mainhaus, liebe Freunde. Ich bin gerade in meiner dritten Side-Villa. Tut mir leid. Müsst nicht neidisch sein. Ah. Twitch-Streamer zeigt tausende Zuschauern sein Gaming-Zimmer, Müllberge bis unter die Decke. Hier verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens. Ach du Scheiße. Warte mal, wer zeigt den Leuten? Pikal Dent? Nein, 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 nein. Hugo? Hugo? Oh, ho, 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 ho. Kein Wunder, dass er so viele Häuser braucht. Kein Wunder, dass er so viele Wohnungen braucht. Also, wenn das eins seiner Zimmer ist, macht er wahrscheinlich immer ein Zimmer voll und dann zieht er um. Was ist denn hier passiert? Hier für Gäste können Sie sich hier gerne hinsetzen. Und hier ist die Food Area. Und da kann man sich auch hinlegen und schlafen. Bei der Roomtour offenbart sich allerdings, dass der Streamer den letzten Frühjahrsputz gehörig verschlafen hat. Geschirr stapelt sich über, liegt Müll. Warte, was stand da noch? Geschirr stapelt sich über, liegt Müll. Allein durch den kurzen Einblick bekommt man den Wunsch, zuallererst ein Fenster zu öffnen. Es entsteht der Eindruck, dass sich der Streamer neben seinem Live-Programm auf Twitch nur selten mit anderen Dingen beschäftigt. Als er sein Zimmer zeigt, muss Hugo im Video aus Verlegenheit sogar selbst lachen. Putz gehörig verschlafen hat. Geschirr stapelt sich über, liegt Müll. Das sieht aus wie bei dir, Digga, beim... Ja, obwohl... Mittlerweile sag ich dann nicht mal was. Oh mein Gott. Die Pfanne. Da habe ich meine Nägel geschnitten, da sind Nägel drin. Drecksack. Nein! 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 Wieso? Schneidest du deine Nägel in eine Bratpfanne hinein? Okay, also alles muss verbrannt werden. Alles. Wirklich. Alles muss verbrannt werden. Inklusive des Mannes. Also wirklich. Das kriegst du nicht mehr sauber. Die Gedanken kriegst du nicht mehr sauber. Nein, 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 nein. Wirklich, der braucht Hilfe. Der braucht Hilfe. Wir kriegen... Ich habe irgendwie das Bedürfnis, darüber zu fahren und ihm zu helfen. Wirklich, ich hab das Bedürfnis. Helft ihm bitte. Ich hab das... Hugo, solltest du jemals Hilfe haben wollen? Und das meine ich nicht aus Spaß. Ne? Ich meine das wirklich ernst. Wenn du jemals Hilfe dabei haben willst, deine ganze Wohnung aufzuräumen... Ich helfe dir. Das ist wirklich. Ich war 7 Tage lang im Wald mit Ronny und ich habe es überlebt. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich helfe dir, dein Haus, eins deiner 5 Häuser wieder auf. Wirklich, kein Problem. Ich bin dabei. Ich habe damit kein Problem. Ich ekel mich nicht. Mauki sucht die nächste Challenge. Wirklich, also ich verstehe, wie sowas entsteht, weil ich hatte einen Ex-Freund und die gesamte Familie war messy und du kannst ab einem gewissen Punkt, hast du nicht mehr das Gefühl, dass du da noch rauskommst. Du hast nicht das Gefühl, dass wenn du da noch einmal anfängst aufzuräumen, dass es wieder besser wird. Und deswegen, ich will mich gar nicht aufdrängen, aber das hier ist ein offizielles Angebot. Ich hab Bock, dir zu helfen. Beim Aufräumen, beim Putzen und so weiter. Easy. Aber ja, also das mit der Bratpfanne und den Zehennägeln, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Egal wie messy man ist, das muss nicht sein. Nein! Nein! Hör mal, alles andere ist okay, aber das nicht.
Nee, ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste, wer du bist so. Ich habe dein Gesicht gekannt, aber dann, also dein Namen an sich nicht. Ja, dann tschüss, wenn du meinen Namen nicht mehr kennst. Was ist denn das für eine Diskussion? Hier rede ich 20 Minuten mit dir. Ist ja kein Wunder, dass du alleine hier auf dem Festival rumläufst. Welches Netz hast du? O2. O2. Du spielst in der O2 als alleinige SIM-Karte. Willkommen im sehr guten Netz von O2. Du hast überhaupt kein... Wirklich, also ich fühle das so sehr. Ich habe versucht, von O2 auf der Gamescom zu streamen und von gewissen anderen Orten und... Ein weiteres Gespräch verdient. Was bist du für ein Fall? Wie kommt auf die Idee, mit O2 alleine zu streamen? Ich fühle mich doch auch manchmal verarscht in meiner Ehre. Wenn du das dazu packst, so mit deiner 5., 8., 9., 12. SIM-Karte, mit deiner 14. SIM-Karte, dann ist das mal okay. Wir haben so eine. Da läuft durchgehend Musik, aber immer so auf günstigem Niveau. So Doubles von Helene Fischer. Was hältst du von Shanti und Basti, das neue Traumpaar auf Twitch? Diese Shanti und Dixie sind die ganze Zeit vorgeschlagen bei mir. Und dann fängt die an zu singen und ich denke mir so, Alter, was ist das? Ich muss mir neue Kopfhörer kaufen. Oh nein, ich wusste nicht, dass sie jetzt singt. Ich kann da nicht lange zugucken, weil sie immer Bartwuchs hat. Und mich triggert das so sehr, wenn sie da ihre Bartstoppeln zu sehen sind. Entschuldige mal bitte. Ich habe auch Bartwuchs und ich bin stolz darauf. Jede Frau hat Bartwuchs. Sagt der Mann ohne Bart, was zur Hölle? Guck dir das mal an, da ist nichts. Entschuldige mal bitte. Wenn sie die wegmachen würde, würde ich Stammzuschauer werden. Falls ihr euch fragt, was ich heute gemacht habe, für mich war es Unterhosensonntag. Dankeschön, Werner. Was machst du für Content? Bin ich gemischt. Meistens Cringe Reactions, aber auch gerne auch mal Skyrim. Mach doch so 51% Just Chatting, Rest Gaming und dann bekommst du einen Gaming Award. Okay. Das ist jemand, der dafür bekannt. Ich raff ehrlich gesagt diese ganze Sache nicht, wie sich die Leute darüber aufregen, dass Shurioka einen Gaming Award bekommen hat. Ich raff das nicht. Entschuldigung, ich mache mich vielleicht jetzt hier unbeliebt. Es ist halt nur einfach so genannt, aber egal, wir wollen das Thema nicht aufrollen, aber das ist halt, genau, wer da rumheult, hat den Sinn des Preises nicht verstanden. Es ist halt, tut mir leid. Bekannt ist, nicht zu spielen. Oder nur ganz selten. Sie ist für IRL. Nein, das stimmt doch gar nicht, Mann. Die Frau hat so viele Stunden in so viele verschiedene Games also, keine Ahnung. Content bekannt. Und hat den Computerspielpreis Spielerin des Jahres gewonnen. Auf der Twitch-Statistikseite kann man sehen, dass 52% ihrer Inhalte aus Just Chatting bestehen. Oh, ist das geil. Oh ja, oh ja. Ey, das ist so ein geiler Kick. Ey, das ist richtig cool. Jetzt mach ich's kurz mit meinem Schwanz. Warte mal ganz kurz. Okay. Oh, wo seid ihr extra hergekommen? Aus dem Erzgebirge. Junge, sei Erzgebirge. Wie findest du Dresden wohne hier? Schrecklich. Die Sprache, die hier gesprochen wird, Bruder, das ist so eine Magiesprache. Ich habe hier mit einem geredet. Junge, der hat da irgendwas erzählt. Ich habe nichts. Ich hab's mal verglichen auf der besagten Website. Gronkh hat 44%, also hat er auch nichts mit Gaming zu tun. Na, Gronkh ist kein Gamer. Gronkh ist kein Gamer, tut mir leid. Das ist halt einfach so. Nichts verstanden. Das Rentensystem ist, hier muss überarbeitet werden. Das ist ja noch mehr was aus dem deutschen Reichstum, also irgendwie aus dem Bismarck. Habt ihr das von Mochi gesehen und Sascha? Lieber ein Jahr Spanien oder ein Jahr Rack? Und dann fragt ihr mal, was ist ein Jahr Rack? Lieber ein Jahr Portugal oder ein Jahr Rack? Wie ein Jahr Rack? Wenn der jetzt drauf reinfällt, das will ich jetzt auch machen. Ich finde das witzig. Oh! Würdest du lieber ein Jahr Spanien mit mir oder ein Jahr Rack? Ein Jahr was? Rack. Also ein Jahr Spanien oder ein Jahr Rack? Okay, kann mir gerade jemand erklären, was Jahr Rack bedeutet? Habe ich jetzt irgendwas Schlimmes gesagt? Oh mein Gott. Nein, Gronkh wurde nicht. Gronkh wurde nicht nominiert. Ach, Penis. Ach so, Pillmann. Nein, Rack bedeutet nichts, aber Jarak bedeutet Schlong. Es ist toll, wie viele Synonyme ihr für Penis kennt. Was ist Rack? Na, ein Jarak. Ach, Scheiße, Digga. Oh Mann. Wow. Oh, Digga, jetzt hab ich das ja gesagt. Ey, ich bin wow. So dumm, Junge. Lieber ein Jahr Amerika oder ein Jahr Rack? Was ist denn Rack? Mama said that it was okay. Was ist das? Fuck. Ja. Weiß ich nicht. Was geht ab, Hamburg? Herzlich willkommen zu Murphys, euer Outfit werden mit. Das ist ungefähr auf der Stufe wie Ligma Balls. Max,
Was machst denn du hier? Hallo, ich bin Maxi. Marcel freut sich. Sehr gut. Ich grüße Monte. Wir müssen, jetzt packen wir die Fotos nicht. Oh mein Gott. Mit Kokos kannst du mich jagen. Rat mal, womit du mich jagen kannst nach 7 Tage Kokos im Wald. Der Geruch gibt mir gerade so Kriegsflashbacks. Ich habe so richtig gerade. Kennt ihr diese Szene von diesem Kriegsfilm, wo so Hubschrauber. Oh mein Gott! Es kam halt von der Katze von links. Oh. Ich bin so schreckhaft geworden. Seit. Oh Gott. Oh, mein Herz. Mein Herz. Oh, mein Herz. Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Ah, hier, das ist auch ein Hamburger. Das sehe ich doch direkt. Kommt ihr aus Hamburg, ne? Nein, aus Hessen. Okay, gut. Gut. Da ist er. Jawoll! Oh. Freust du dich? Ja, sehr. Bist du ein Gamer, spielst du Fortnite? Roblox. Ja, das ist süß. Geil. Bitte, wie heißt du? Sie können mich Mo nennen. Super. Sie können mich Mo nennen. Süß. Ich mag Kinder nicht, aber süß. Sie können mich Mo nennen. Das für die alten Männer ist das, das geschieht ihnen recht. Mo, warum freust du dich so sehr? Weil sie mein Lieblings-YouTuber sind. Ihr seid frisch verliebt? Ja. Warum sieht der denn? Das ist so süß. Du sagst ja, sie sagt nein. Ey, Knossi, ich geb dir 10 Euro, wenn du Walla sagst. 20. Okay. Walla. Ich hab kein Geld. Knossi! Das ist Trimac von Royal Clash. Der meinte gerade Walla Bila. Oh, noch eins. Mach ganz schnell ein Gruppenfoto. Ganz schnell ein Gruppenfoto. Dieser Blick, der hat gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, was abgeht. Der arme Mann, Mann. Mach schnell. Du bist der beste Schneider. Ich hab doch gesniped in Fortnite, da warte gar nicht auf der Welt. Ich hab eine Psychose. 10 Stunden lang haben die Leute immer nur Trimax und Knossi gerufen. Ich höre das abends, wenn ich einschlafe und morgens, wenn ich aufwache. Trimax, was ist das für Schande, Bruder? Trimax, das ist dein Klo. Marke. Wie heißt das denn du aus? Und du Zahnarzt. Knossi, kommst du bitte? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll alleine. Stell dir vor, du kommst an so einem wunderschönen Tag in den Park, an die Alster in Hamburg, um einfach... Wo waren die denn? Warum waren die da? Ganz entspannt und in Ruhe ein Buch zu lesen. Entschuldigung. Ups. Alsetter. Ey, aber Alster. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Warum waren die da? Die haben eine Bustour gemacht. Ah. Um Pizza zu promoten. Oh, okay. Wollten dem Brautpaar etwas schenken. Wir haben zufälligerweise das hier geheiratet. Wird 1 Jahr Pizza bestellen, umsonst. 1 Jahr Pizza? Ja. Sie ist keine Pizza. Das trifft sich gut. Wer ist denn keine Pizza? Stell mal vor, du kriegst so ein geiles Hochzeitsgeschenk. Stell mal vor, du kriegst so ein geiles Hochzeitsgeschenk und du sagst nein. Weil... keine Pizza ist. Hey! Tschö! Pommes und Pizza sind 2 ganz unterschiedliche Dinge. Komm jetzt hier nicht mit dieser Pommes-Schiene. Pizza ist von Gott gegeben. Pizza, da kannst du alles drauf tun.
Du kannst alles drauf tun. Spaghetti, Ananas, Käse. Kannst du vegan machen, kannst du nicht vegan machen. Kannst alles mitmachen. Bei Pommes hast du Pommes. Pennywise, danke schön für den Prime-Sub. Willkommen im Chaos. Pizza mit Pommes drauf. Also jetzt werdet hier mal nicht frech. Jetzt werdet mal hier nicht frech. Pizza mit Pommes. Tschüss! Kann ich auch ein bisschen featuren vielleicht? Ja, ist doch. Dann machen wir es live. Ah, ist live? Ja. Elbklang live aus Hamburg. Elbklang. Sind wir live? Live. Tanz mal ein bisschen mit der Mode, zeig mal. Können wir so ein Foto noch stellen? Warum waren die denn bitte auf einer Hochzeit? Haben die eine Hochzeit gecrashed? Von dir machen, Knosshaller. Du siehst geisteskrank heftig aus. Alter. Machst du so mit Hüfte rausstrecken? Alter, sie steht ja da cool. Aber nicht rauchen, Leute, rauchen ist uncool. Ohne die Bananen-E-Shisha-Kippe wäre es geil. Der raucht einen USB-Stick, der nach Banane schmeckt. Mieser Sound, mies! Boah, mir ist schlecht vom Dampf. Bist du beim Basketball-Event dabei in Berlin, in Chemnitz? Ja, das weiß ich auch erst seit heute, dass das in Chemnitz ist. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre in Hamburg. Also du bist echt verschallert, ne? Nee, morgen ist nichts in Chemnitz, übermorgen ist Chemnitz. Wie? Bro, Hugo! Warte mal, du wärst jetzt morgen nach Hamburg gefahren für das Basketballturnier, sehe ich das richtig? Obwohl das übermorgen in Chemnitz ist. Ja. Let's Hugo, hast du dich schon dafür entschieden, wer aussetzen muss? Weiß nicht. Also wirklich, ich habe selten in meinem Leben so unangenehme Konversationen einfach gehört. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so ein bisschen, als würdest du mit ChatGPT schreiben, wenn du mit Hugo redest. Ich glaube, selbst ChatGPT gibt dir sinnvollere Antworten. Ich habe im hohen Sechser. Was ist denn los mit Hugo? Ich kannte Hugo ja nicht. Ich weiß nur, dass Ronny mit Hugo statt. Also zuerst war ja geplant, dass Ronny mit Hugo dieses 7-Tage-Madeira-Ding macht. Und dann hat irgendwie Hugo gesagt, er will doch nicht. Hatte der nicht auch einen Schlaganfall? Also, nein. Also, hatte der... Nein, oder? Nein. Ist das... Nein. Also... Mehr... Nein, oder? Das ist doch... Ist das wahr? Ein Aneurysma? Nur fast. Wild. Ja, dann ist das, also ich meine, dann macht er sich doch richtig gut. Also da muss man schon Respekt vor haben. Aber ich weiß nur, dass er eigentlich als Nummer 1 geplant war für diese ganze... Für diese ganze Geschichte mit 7 Tage im Wald. Nein, das rechtfertigt die Fingernägel nicht. Nein. Entschuldigung, aber das mit den Fingernägeln. Das und ich bin dann praktisch als allerletzte Wahl mit reingerutscht, weil keiner wollte. Und Ronny und ich kannten uns nicht. Und alle anderen waren so, nee, das traue ich mir nicht zu, das will ich nicht. Nee, 7 Tage im Wald ist scheiße. Und ich wurde gefragt und ich war so, ja klar, let's go. Bereich verdient, alles super, aber ich habe ein Riesenproblem, eine Frau zu finden, die mich nicht nur wegen meinem Geld will. Wie machst du das? Ja. Geht mir gleich. Ja. Ich, einen Mann zu finden, der mich nicht nur wegen meinem Geld möchte, geht mir ähnlich.